Mir ist der Rosenkranz lieb und teuer geworden. Ich bete inzwischen täglich den Rosenkranz, weil ich die Erfahrung gemacht habe, er tut mir gut. Das mag überraschen. Manche haben vermutlich wenig Zugang zum Rosenkranz, fragen sich, ob das nicht ein sehr monotones Gebet ist oder kennen ihn nur vom Begräbnis etc. Ich möchte den Rosenkranz inzwischen nicht missen, weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut, täglich mein Herz in einer sehr einfachen Art und Weise zur Gottesmutter zu erheben. Der Rosenkranz ist ein schlichtes Gebet, ein einfaches Gebet. Er macht zwar viele Worte, aber es sind die meiste Zeit dieselben Worte. Insofern ein Gebet der Wiederholung und auch der Meditation. Rosenkranz ist ja ein eigenartiger Name für eine Gebetsform. Er hat also mit den Blumen jetzt nichts zu tun, aber sein Name kommt daher, dass die Rose ein Symbol für die Gottesmutter Maria ist und der Rosenkranz eben ein marianisches Gebet. Wie betet man den Rosenkranz? Es gibt dazu einen praktischen Gebetsbehelf. Das ist diese Gebetsschnur, die auch genauso wie das ganze Gebet selbst Rosenkranz genannt wird. Eben eine kranzförmige Gebetsschnur. Auf ihr sind über 50 Perlen angeordnet, die jeweils für ein Vaterunser oder ein Gegrüßet seist du Maria stehen. Begonnen wird das Gebet hier beim Kreuz, das steht für das Glaubensbekenntnis. Dann kommt ein Vaterunser, drei Gegrüßet seist du Maria, wieder ein Vaterunser, zehn Gegrüßet seist du Maria, ein Vaterunser, zehn Gegrüßet seist du Maria, ein Vaterunser und so weiter, bis es insgesamt 5 von diesen 10er-Einheiten des Gegrüßet seist du Marias gewesen sind und man mit dem Gebet hier sozusagen am anderen Ende des Kreises, des Kranzes anlangt. Das wäre an sich etwas zu monoton, deshalb gibt es Beifügungen nach dem Gegrüßet seist du Maria. Es lautet ja, Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und nach diesem Jesus wird dann jeweils in einem Relativsatz ein Gedanke beigefügt. Etwa Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Oder Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Oder Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Man nennt das auch die Geheimnisse des Rosenkranzes. Man kann den Rosenkranz sitzend, aber auch gehend beten, zu Hause, unterwegs, auch in der Eisenbahn oder sonst. Aber womit beschäftigt man sich während all dieser Vaterunser und gegrüßet seist du Maria? Ich sehe da vor allem 4 Varianten, von denen die erste nicht lange anhalten wird. Die erste Art, den Rosenkranz zu beten, ist sich einfach wörtlich mit dem auseinanderzusetzen, was man gerade sagt. Nur wird man das nicht über 50 gegrüßet seist du Maria hin lange gerne machen. Deshalb eine zweite, etwas fruchtbarere Art ist das sogenannte betrachtende Rosenkranzgebet. Da bleibt man mit der Aufmerksamkeit des Verstandes, aber auch der Gefühle bei dem sogenannten Geheimnis. Wenn es etwa heißt, Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, die Angst Jesu. Bibelstellen, die einem dazu in den Sinn kommen oder das Geschehen selbst im Garten Gethsemane vor Augen zu haben, mit Verstand, mit Emotion, dabei sein. Eine dritte Art, den Rosenkranz zu beten, ist aktualisierend. Was meine ich damit? Es geht darum, Menschen, Situationen vor Augen zu haben, die mit dem Geheimnis in Zusammenhang zu bringen sind. Also wenn es etwa heißt, Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat, dann für Menschen zu beten, die momentan in Situationen sind, in denen sie Schweres zu tragen haben. Da werden also mir fallen
da immer genug Menschen ein. Und die vierte und letzte Art, den Rosenkranz zu beten, ist die Methode nach dem Zeitmaß. Das bedeutet, die Gebetsschnur so ähnlich wie eine Sanduhr zu verwenden und die Gebete einfach durch den Finger gleiten zu lassen, während das Herz bei Jesus ist. Solange, bis die Zeit abgelaufen ist. Nichts anderes tuend, als einfach bei Jesus auf die Fürsprache Marias da zu sein.